Hallo! Willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mit der transkutanen Schrittmachertherapie mit dem Corpuls 3 beschäftigen. Neben bradykarden Herzrhythmusstörungen bietet uns das Corpuls 3 auch die Möglichkeit, tachykarde Herzrhythmusstörungen mithilfe eines Schrittmachers zu therapieren. Für die genauen Indikationsstellungen schaut bitte in eure lokalen Vorgaben oder die Guidelines rein. Um eine Schrittmachertherapie durchzuführen, nutzen wir die Corpatch-Elektroden. Damit diese auch optimal am Brustkorb des Patienten haften, muss ich diese nicht nur komplett entkleiden, sondern notfalls auch abtrocknen oder Brusthaare entfernen. Wenn ich den Demore-Modus nutzen will, muss ich vorher auch noch einen Monitor-EKG anbringen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal tatsächlich in der Praxis an. Wir haben den Patienten bereits mit einem Monitor-EKG vorbereitet. Die Elektroden haben wir in diesem Fall am Rumpf positioniert, um mögliche Bewegungsartefakte zu vermindern. Verena, sei doch so gut und gib mal kurz die Therapie-Elektroden raus. Wir haben uns für die Klebevariante Anterior-Posterior entschieden. Hier als Landmarke können wir uns am unteren Sternumdrittel orientieren, Höhe des fünften Interkostalraums leicht nach links versetzt. Um die hintere Elektrode zu positionieren, brauchen wir zunächst freien Zugang zum Rücken. Hier ist eine Möglichkeit, den Patienten auf die Seite zu nehmen oder, wie wir uns entschieden haben, den Patienten einmal aufzurichten. So, Marina, nimmst du bitte? Als Orientierungspunkt für die hintere Elektrode dient uns die Unterkante des Schulterblatts, links neben der Wirbelsäule. Hier kleben wir die Elektrode flächig auf und achten darauf, dass keine Lüfteinschlüsse entstehen. Neben der Anterior- und Posterior-Klebeweise sind natürlich auch alle anderen gängigen Klebeweisen zulässig. Wir wollen euch nun einmal zeigen, wie man eine Schrittmachertherapie auch durchführt. Dafür öffnen wir uns das entsprechende Menü über Druck auf die Funktionstaste Schrittmacher. Bekommen jetzt auch noch einmal den Hinweis über die empfohlene Elektrodenplatzierung angezeigt. Nachdem wir das ja schon gemacht haben, können wir das bestätigen. Und befinden uns jetzt hier im Schrittmachermenü. Links im Bild seht ihr jetzt, dass wir uns im Demore-Modus befinden. Das ist der Modus, in dem das Gerät automatisch startet und in dem wir euch auch das weitere Prozedere jetzt zeigen wollen. Wenn ich den Modus ändern möchte, kann ich das tun, indem ich auf den entsprechenden Softkey hier in der Mitte drücke. Auf der rechten Seite seht ihr die voreingestellte Frequenz. Die ist jetzt hier bei 70 pro Minute. Das passt auch. Das heißt, die belasse ich so. Um die Intensität zu verändern, wähle ich den Softkey Intensität aus und kann diese nun über das Drehrad verändern. Sobald ich das tue, beginnt das Gerät auch automatisch mit der Therapie. Das könnt ihr hier oben auch schon sehen, dass wir jetzt hier Schrittmacher-Spikes haben, die mit der Raute markiert sind. Ob ich jetzt hierbei von oben nach unten anfange oder von unten nach oben, ist lokal unterschiedlich. Das müsst ihr bitte euren Standards entnehmen. Wir fangen jetzt hier an von unten und erhöhen langsam, bis wir auch ein Capture erkennen können. Das wäre jetzt auch der Fall. Ein elektrisches Capture ist jedoch nicht immer gleich auch ein mechanisches Capture. Um das zu überprüfen, muss ich immer noch einmal den Puls beim Patienten tasten. Das sollte im Idealfall an der Radialis oder an der Brachialis oder in der Leiste erfolgen und nicht an den Karotiden. Man kann jetzt hier nochmal einen Sicherheitspuffer dann oben drauflegen. Ich würde jetzt hier 10 mA wählen. Auch das ist regional unterschiedlich. Wir befinden uns nun in einer laufenden Schrittmachertherapie. Sollte es einmal vorkommen, dass sich eine EKG-Elektrode löst, die für die EKG-Ableitung 2 zuständig ist, wird zunächst die Stimulation unterbrochen. Es erfolgt ein technischer Alarm und die Abfrage, ob wir in den Fixmodus wechseln wollen. Wenn wir innerhalb von 10 Sekunden das Problem lösen und die EKG-Elektrode wieder platzieren, wird die Therapie im Demore-Modus automatisch fortgesetzt. Außerhalb dieses Zeitfensters müssen wir zunächst einmal bestätigen und dann aktiv die Stimulation fortsetzen. Um die Schrittmachertherapie zu unterbrechen, könnt ihr hier auf den Softkey Pause gehen. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Ja, möchte ich. Nun ist die Therapie unterbrochen. Um sie wieder fortzusetzen, erneut hier auf Fortsetzen und die erneute Sicherheitsabfrage. Ja. Nun wird die Therapie mit den voreingestellten Werten fortgesetzt. Während der laufenden Schrittmachertherapie habt ihr auch jederzeit die Möglichkeit, in den Monitormodus zu wechseln. Hierfür drückt ihr einfach erneut die Taste Schrittmacher oder Monitor. Therapie wird hierbei durchgehend fortgesetzt.
Wir haben euch jetzt einmal die Schrittmachertherapie im Dämon-Modus beispielhaft gezeigt, als eine schnelle und sehr einfache Möglichkeit, bradykarde Herzrhythmusstörungen zu therapieren. Wir hoffen, ihr konntet wieder was mitnehmen. Wie immer, Wünsche, Fragen, Anregungen runter in die Kommentare. Ansonsten gerne die Glocke drücken, dann verpasst ihr nichts oder ein Like da lassen. Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihr steht ja immer noch unter Strom. Jetzt ausschalten.